Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney 3. Okay, ich dachte schon, läuft das Spiel? Sie steht da ein bisschen sehr starr. Na gut, sie... Augenzuck noch, ist das in Ordnung. Ja, wir haben das letzte Mal nach einigen Versuchen dann auch endlich geschafft, die psychische Barriere von Andrews zu brechen. Also können wir mit ihr jetzt mal über die Statue reden. Was ist denn mit der Statue los, hey? Als wir das erste Mal hier runterkamen, das war an dem Abend, an dem die Urne gestohlen wurde. Hi, Nick. Jo, geht gut los. Wir haben keine Farbkekse gesehen, weder am Boden noch an der Wand. Ist richtig. Nun, dafür gibt es einen guten Grund. Am Tag des Verbrechens gegen Mittag kam die Goldstatue aus dem Trainingsraum. Ah ja, stimmt, Trainingsraum, ja. Ich gucke kurz über den Trainingsraum. Moment, hier im Hotel? Ja, weil vielleicht haben sie sogar einen. Kann ja sein. Eine kleine Sporthalle, warum eigentlich nicht? Könnte man machen. Und mir fiel auf, dass die Statue die perfekte Größe hatte, um die Farbe zu verdecken. Zufall. Nein, das war kein Zufall. Das war alles geplant. Sehr gut, das fängt an. Ich habe direkt wieder ein Froschemals. Aber wie mache ich das eigentlich immer? Keine Ahnung. Darum habe ich sie dorthin geschoben, wo sie zuerst gesehen haben. Verstehe. Die Frage ist vielmehr, warum wurde sie überhaupt verschoben? Jetzt ergibt alles keinen Sinn. Eins finde ich immer noch seltsam. Und das wäre? Am Tag, nachdem die Urne gestohlen wurde, sind wir wieder hergekommen. Jo. Da war die Statue bewegt worden. Ja, warum eigentlich? Gute Frage. Wer kann das erklären? Da hat sie recht. Nun, Frau Andrews, davon weiß ich nichts. Ich wollte doch die Farbe verdecken, warum hätte ich die Statue wegschieben sollen? Und wer war es an? Wer hätte es tun sollen und warum? Am Tag vor dem Diebstahl stand die Statue definitiv näher an der Tür und hatte das Schwert bei der Hand. Das wäre vielleicht auch eine Sache, die man beachten sollte. Am nächsten Tag war sie bewegt worden. Warum? Nochmal die Goldstatue aktualisiert. Ja, darf ich mir das nochmal ansehen? Was steht da jetzt? Am Mordtag, ganz klar, wurde Nachtbewegung. Ja, toll. Es scheint, dass es eine Verbindung zwischen der heiligen Urne und dem Mordfall gibt. Ah ja. Wie? Warum? Wie kommst du darauf, Nick? Weil in jener Nacht der wahre Dieb Ron Delight bei KB Security war. Wie jetzt der wahre Dieb? Ich dachte, er hat sie eben nicht geklaut. Eigentlich. Was denn jetzt? Jetzt bin ich doch verwirrt. Ich meine, er hat doch selbst gesagt, dass er in der Nacht dort war, bei KB Security. Demnach kann er nicht zur gleichen Zeit hier gewesen sein, um die Urne zu klauen. Wir haben doch eigentlich auch schon bewiesen, dass der Meister Fritze die Urne geklaut hat. Ja, also was jetzt? Wer hat jetzt die Scheißurne geklaut und warum überhaupt? Warum würde man diese verdammte Urne klauen? Warum ist also unser Maskenheini hier aufgetaucht? Ich dachte, das hätten wir bereits geklärt. Verdammt, Phoenix, stell nicht wieder alles auf den Kopf, was ich gerade glaube, dass es endlich Sinn ergibt. Es gibt viele Hinweise, die auf eine unbestreitbare Tatsache hindeuten. Und welche wäre das? Bitte, Phoenix? Morgen beginnt der Mordprozess. Ja, danke, dass du es mir erklärst, Phoenix. Wunderbar, den Spieler interessiert sowas ja nicht. Stimmt, das ist völliger Quatsch. Es scheint, als würde dieser Dieb einen weiteren Auftritt haben. Okay, soll das jetzt heißen, wir haben einen Maskenhaini, das ist dann quasi der Ronnie? Dann haben wir einen Maskenhaini, der quasi immer noch Ronnie ist, aber im Auftrag vom Meister Fritzen handelt. Und jetzt haben wir plötzlich einen dritten... Nee, ich kapier's nicht mehr. Ich hab den Überblick verloren. Egal, 14. Oktober, 9.41 Uhr. Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 4. Hey, Nick. Hey, Maya. Wie spät ist das? Du wirst es nicht glauben, wie viele Leute zur Verhandlung gekommen sind. Es ist ein Mordfall. Was mache ich hier? Ich fühle mich, als wäre es 3 Uhr morgens. Es ist 3 Uhr morgens, ich habe mir deine Uhr vorgestellt. Oh, nee. Wo verhandelst du denn? Sie sind für die Verhandlung nebenan gekommen. Hä? Nebenan?
Weißt du es etwa nicht, Nick? Heute ist der Prozess von Edme. Okay. Herr Meister Fritze? Es heißt, ihm würde als Maskenhandy der Prozess gemacht. Das ging schnell. Nein, eigentlich nicht. Phoenix, es ist irgendwie immer so. Wir erfahren von einem Mord, der in einer Nacht, der in der Vornacht passiert ist. Und an dem Tag dann müssen wir Hinweise sammeln und direkt am nächsten Tag, also quasi, ja, weiß nicht, sagen wir mal 30 Stunden oder so nach dem Mord, sitzen wir schon wieder im Gerichtssaal. Also es ist jetzt nicht schnell, wirklich nicht. Junge, wie gern würde ich den Maskenhani Verhandlung sehen. Achso, ja, da. Ich verlese mich immer. Ich weiß. Wo steht eigentlich Pearls und wer war das gerade? Der Orangene. Oh, sie ist nach Hause zurück. Sie möchte ihre Ausbildung nicht länger vernachlässigen. Gut, dann spare ich mir nämlich eine Stimme, die genauso klingt wie die von Maya, weil ich nicht höher komme. Ich weiß, dass sie mich nicht mögen. Sollte mir das irgendwie Sorgen machen? Das Orangene? Pearls hat sich in letzter Zeit richtig in ihre Ausbildung gestürzt. Wie? Ja, seit diesem Vorfall letztes Jahr. Welchem? Oh, ach, du warst das. Ach ja. Ah, oh, ja, dir leid. Hab sie gar nicht gesehen. Niemand mag mich. Niemand würde mich bemerken, auch dann nicht, wenn ich jemanden umgebracht hätte. Gerade mit dem Niemand würde mich bemerken, muss ich gerade unweigerlich an, wie hieß denn das nochmal? Das Fire Emblem-Spiel mit Callum. Ich habe gerade echt vergessen, wie es hieß. Awakening, genau. Fire Emblem Awakening, da ist ja Callum, der war ja auch aus irgendeinem Grund unsichtbar. Irgendwie muss ich gerade ziemlich an ihn denken. Das ist doch Unsinn. Sekunde mal. Sie sagten doch nicht, dass Sie der Mörder sind. Nein, ich bin nur ein armer Dieb. Nein, das ist falsch. Ein Dieb ist ja gar nicht arm. Relativ. Ein sehr erfolgloser Dieb ist arm. Also, mal schauen. Herrn Delay zufolge befolgt er ab dem zweiten Raub eine Reihe ausgearbeiteter Pläne. Pläne, die ihm jemand geschickt hatte, um ihm bei den Raubzügen zu helfen. Ja, und da würde ich jetzt von ausgehen, auch nach der Aussage im letzten Prozess zum Diebstahl, dass dieser zweite halt der Masken, der Meisterfritze ist. Es würde halt irgendwie auch Sinn ergeben. Denkst du, dass zwischen dem Diebstahl und dem Mord eine Verbindung besteht, Nick? Eigentlich eine gute Frage. Ich meine, nach dem, was ich ja, wann habe ich gesagt, beim letzten und vorletzten Part habe ich auch gesagt, dass vermutlich der Maskenhandy irgendwie der Mörder ist. Das ergibt zwar auch wenig Sinn eigentlich mit, von wegen zeitlich da und da sein, aber, ach, ich habe mittlerweile echt den Überblick in diesem Fall verloren, also egal. Ich warte einfach darauf, dass sie es erklären, vielleicht verstehe ich dann, was hier abgeht, weil ich übersehe gerade einfach irgendwas wieder. Das ist möglich, aber die Verhandlung heute ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Was? Wieso? Wir sollten uns einfach wie immer genügend Zeit nehmen. Ja, das ist erstaunlich. Die gesamte Verhandlung dauert so, weiß nicht, zwei Stunden oder so. Und ich nehme mir dabei schon genügend Zeit, blöde Kommentare zu machen. Und, laut dem Spiel vergeht in der Zeit einfach mal 5 Stunden oder so. Ich denke so, wie macht ihr das? Ich fürchte, das können wir nicht. Phoenix, erklär dich uns. Gerichtssaal 6, bla bla blub. Das Gericht verhandelt jetzt den Fall von Heron Delight. Also den nächsten Fall von ihm. Verteidigungsbereit, euer Ehren. Wir sind bereit. Vorbereitung ist die letzte Zuflucht der Schwachen. Jetzt pause mal auf, Godot. Mach den Kopf zu. Gut, ich nehme mal an, das bedeutet, dass Sie bereit sind, Herr Godot. Fangen Sie einfach mal an.
Er hat natürlich deine Hand. Mal wieder. So, Phoenix, ist es dir eigentlich noch nie aufgefallen, dass scheinbar jeder Staatsanwalt den Richter in der Hand hat? Hast du vielleicht mal versucht, dich mit dem Richter anzufreunden? Das wäre nämlich... Also, weiß nicht, ob das wirklich groß was bringt, aber es wäre zumindest mal eine Idee. Weil ich habe das Gefühl, dass es bei dir immer scheiße läuft. Tu doch mal was dagegen. Rundelite ist einfach zu jung, um ihn in den Krieg zu schicken. Das ist alles. Welcher Krieg? Wovon redest du jetzt? Ich fürchte, ich weiß nicht, was Sie damit meinen, Herr Godot. Also, ich bin erstaunlicherweise mal auf der Seite des Richters, der ja durchaus etwas begriffsstutzig ist, aber ich check gerade auch nicht, was Godot von mir will. Dann sollten Sie öfters mal vor die Tür treten, euer Herrn. Das Leben ist ein Krieg, deshalb muss man bei seiner Wortwahl sehr genau sein. Das ist alles, was meine Worte bedeuten. Sie haben es jetzt verstanden, oder? Nein! Na schön, lassen Sie mich kurz die Einzelheiten des Falls zusammenfassen. Okay, der Richter packt die Sache rein, als ob er endlich wüsste, worum es geht. Glaube ich nicht. Bei einem Opfer handelt es sich um Kane Bullard, Billiard, den Chef von KB Security. Seine Leiche wurde am 13. Oktober gegen 9 Uhr in einem Tresor gefunden. Haben wir überhaupt einen... Ich hab's schon vergessen, hatten wir einen Autopsiebericht? Ja, hatten wir. Stumpfer Schlag auf den Kopf, wunderbar. Todeszeit 1 Uhr nachts. Bla bla bla. Und zu diesem Zeitpunkt hat auch unser verlorenes Kätzchen seinen Ball fallen lassen. Ah ja. Dieses verlorene Kätzchen ist natürlich unser Angeklagter. Und was ist der Ball? Also gut, Herr Godot, rufen Sie Ihren ersten Zeugen auf. Ich mach mit. Ich habe zwar nur Tee und keinen Kaffee, aber es tut's auch. Diese Musik dabei finde ich übrigens großartig. Einfach, was zum Henker ist hier eigentlich los? Es scheint, glaube ich, so ein bisschen das Motto dieses Spiels zu sein. Also bis hierhin denke ich mir die ganze Zeit so, was ist hier los? Ich trinke nie mehr als 17 Tassen Kaffee während der Verhandlung. Das ist nicht wenig, mein Freund. Aber die erste ist immer die beste. Herr Godot, Zeuge? Na gut, dann lassen Sie uns hören, was der Angeklagte selbst zu sagen hat. Der Angeklagte? Nun, Herr Wright hat die Verteidigung Einwände dagegen. Es könnte ein kleiner Nachteil sein, wenn der Angeklagte aussagt, aber... Ich weiß noch, als Mia mich verteidigt hat, sie erlaubte mir auszusagen, sodass ich, dass sie mich ins Kreuzfeuer nehmen konnte. Naja, sie hat das damals vollkommen verpennt. Und es ergibt doch immer noch wenig Sinn, dass wir auf unserem eigenen Mandanten rumhacken, aber das ist, ja... Da habe ich mich schon drüber ausgelassen. Sie hat mir damals sehr großes Vertrauen entgegengebracht. Phoenix, sie war auf diesen Fall null vorbereitet. Und sie war nervös wie Hölle. Wir haben keine Einwände, euer Herr. Die Verteidigung erlaubt Herrn Leitz Aussage. Sie haben Mumbreit. Du auch, Strohdott, du auch. Also gut, Herr Rondelight, treten Sie in den Zeugenstand. Sie haben es getan, nicht wahr? Soll ich dazu jetzt einen sarkastischen Kommentar abgeben oder soll ich... Ich nehme es einfach so hin, das ist, glaube ich, einfacher. Für einen Moment glaubt ich, wir hätten die kürzeste aller Verhandlungen. Nee, leider nicht. Nun, Herr Delight sieht mit dem Gesicht, das er da macht, sehr schuldig aus. Und sobald er sich verplappert, ist das der letzte Nagel in seinem Sarg. Na schön. Also gut. Können Sie mir etwas verraten? Wenn Sie Bullard nicht getötet haben, warum waren Sie dann bei KB Security? Nun, ich, schwer zu sagen.
Oh Junge, ich will nur noch nach Hause. Na schön, dann sagen Sie mal darüber aus, was geschehen ist. Mhm. In jener Nacht ging ich etwa um 1 Uhr zu Herrn Bullards Büro bei Garde Security. Der Pressebrief, den ich bekommen hatte, er hatte mich dahin bestellt. Mhm. Müssten wir eigentlich noch irgendwie beweisen können, vielleicht von wem der Brief kommt? Hm. Wäre eigentlich mal ganz praktisch. Aber wahrscheinlich erst am zweiten oder dritten Tag. Aber gute Frage. Wir haben jetzt hier quasi ein... In gewisser Weise haben wir jetzt ja schon zwei Tage hinter uns in diesem Fall. Wobei es jetzt der zweite Fall ist, in dem da wieder 3 Tage gehen könnte. Jetzt frage ich mich halt, ob es in diesem Fall 2 Investitionstage gibt oder 3. Investigation, nicht Investition, ist was anderes. Ich habe bis vor einem Jahr bei Kamer Security gearbeitet, deshalb konnte ich in seinem Büro. Kannte ich sein Büro. Ja, wieso hast du die Karte noch gehabt? Das frage ich mich auch immer noch. 1 Uhr, genau der Zeitpunkt des Mordes. Und Kaffee. Die Schwachen spült das Schicksal fort, die Starken treten gestärkt hervor. Na, bitte heute, wie meine Bestimmung. Mein Tee ist ein bisschen zu süß geraten. Na, passt schon. So wie er es euch runterkippt, würde man das nicht vermuten. Bitter, jetzt kriege ich gerade Lust auf ein schön bitteres Bier. Jetzt nicht. Herr Wright, eine Kreuzfahrt, wenn ich bitten darf. Ja. Moment mal, das war eine erstaunlich kurze Aussage, oder? Aha. Der Presserwolf hat mich dorthin bestellt, hat bis vor einem Jahr dort gearbeitet, deshalb kann ich sein Büro. Ja, das ist eine ziemlich kurze Aussage. Okay, 1 Uhr. Sind Sie sich da absolut sicher? Ja, das sagt zumindest meine Uhr, als ich das Chefbüro betrat. Ich glaube, das... Doch. Ich glaube, das sagte auch... Wieso habe ich die Kameradaten überhaupt dabei? Ach, wurscht. Wo ist denn das Ding? Kane's Liste... Das war's, ne? 1:02, jo, kommt also ziemlich genau hin. Eigentlich bin ich mir nicht sicher. Meine Uhr ging nach und meine innere Uhr war... 1 Uhr, ja, das nehmen wir schon an. Zu spät für ein Kaffeekränzchen. So viel steht jedenfalls fest. Kaffeekränzchen. Es ist kurz nach Weihnachten. Ich schwimme quasi immer noch in Keksen. Bleib jetzt mit Kaffeekränzchen vor Ort. Er hatte sie dorthin bestellt. Das war das erste Mal, dass mir eine Pressebrief befahl, irgendwo hinzugehen. Heißt es also, Sie haben andere bekommen? Ja, natürlich. Dann stand still dies, nimm das. Heben wir uns das noch für später, fällt leid. Machen kommt so. Was soll ich jetzt machen? Mach weiter, Phoenix. Mach weiter. Ich meine, wir... Wir behaupten gerade quasi, dass unser eigener Mandant lügt, womit wir ihn quasi erstmal in Richtung eines Schuldspruchs bringen, was keinerlei Sinn ergibt. Deswegen, dann ziehen wir es auch anständig durch, nicht wahr? Was stand in diesem Brief? Da stand, ich sollte $50.000 mitbringen. Geld wie? Ein perfektes Motiv für einen Mord. Ja. Ich hätte niemals vor, das Geld zu bezahlen. Oh, stimmt das? Schließlich hatte er nichts gegen mich in der Hand. Ich hatte nichts zu befürchten. Wahrlich ein wichtiger Punkt. Zeuge, fügen Sie das Ihrer Aussage bitte hinzu. Na gut. Ein Schlammspringer im Weltall hätte größere Überlebenschancen als ich. Was ist ein Schlammspringer? So eine Art Frosch oder was? Das konnte mir nicht schaden. Womit sind Sie denn überhaupt erpresst worden? Im Erpresserbrief stand, wenn Sie nicht wollen, dass die Welt Ihre Identität erfährt. Ich bin mir sicher, damit ist die ganze Sache mit dem Maskenhain gemeint. Aber ich machte mir keine Sorge, Herr Bullard hatte nichts gegen mich in der Hand. Wirklich nicht? Moment mal eben. Nee, das ist die normale Liste.
Hm. Außerdem ist mir egal, was die anderen über mich sagen. Die Hauptsache ist, dass Desi an mich glaubt. Deshalb wollte Frau Delight nicht glauben, dass er der Maskenhain ist. Aus diesem Grunde wusste ich, dass es nur eine leere Drohung war. Das macht er richtig auf, so ein. Sie waren Sicherheitschef bei KB Security. Sicherheitschef? Ja, das stimmt. Sicherheitschef! Sie! Trotzdem wurden sie vor einem Jahr fristlos entlassen. Rache aus Verbitterung? Ein perfektes Motiv für einen Mord, meinen sie nicht auch? Sag mal, willst du jetzt sämtliche Motive hier aus dem Ärmel ziehen, die dir gerade einfallen oder was? Wir dürfen da ruhig mit Taktik rangehen, Godot. Entspann dich. Vielleicht sollte ich das Thema wechseln. Adelaide, erzählen Sie uns doch mal, warum Sie überhaupt gefeuert wurden. Die Welt ist voller Leute, die sagen, hätte ich doch nur nicht gefragt. Okay, dann nehme ich die Frage zurück. Angeklagter, bitte beantworten Sie die Frage. Ich brauchte Geld. Sie brauchten Geld? Nun, wissen Sie, Desi gab es so gern aus. Das ist sozusagen ihr Hobby. Ja, und auch da bleibe ich dabei. Du könntest ja mal mit ihr drüber reden. Nicht wirklich das Beste der Welt, oder Nick? Mein Gehalt reichte nicht annähernd aus. Deshalb habe ich... Achso, Firmendaten. Ich konnte es gerade kaum lesen. Es sah aus wie ein P. Firmendaten gestohlen. Moment mal, was für Firmendaten? Wait, what? Sekunde, das hören wir wirklich zum ersten Mal. Das ist irgendwie neu. KB Security hat eine Menge Sicherheitsinformationen über alle möglichen Firmen. Und da ich Sicherheitschef des Teams war... Sie haben Daten gestohlen und verkauft. Herr Bullard fand das heraus und ich wurde sofort gefeuert. Ich wünschte, ich hätte nicht gefragt. Nee, darum geht's mir gar nicht. Ich wünschte, das hätte er uns vielleicht mal vorher gesagt. Das wäre vielleicht irgendwie eine nützliche Information. So könnte man meinen. Vielleicht. Ich konnte es irgendwie geheim halten, so tun, als wäre es meine Entscheidung gewesen. Was ist, Nick? Du siehst nicht so gut aus. Wer seiner Firma schadet, wird zur Strafe gefeuert. Das sollten Sie sich gut merken. Wer jetzt? Jetzt weißt du's. Sie geben also zu, Daten von Ihrer Firma gestohlen zu haben. Ist das richtig? Ja, tut mir leid. Das ist eine wichtige Tatsache. Fügen Sie erstmal Ihre Aussagen hinzu. Das Ganze hat sich zum Schlechten gewendet und fliegt mir um die Ohren. Jetzt kann nur das Schicksal diesen Fall von einem totalen Desaster bewahren. Na, ich bin raus. Ich glaube, es wird mir allmählich langweilig. Naja, ich würde sagen, hier mal vor, das war Feierabend und beim nächsten Mal gucken wir dann, was der Gute hier noch so zu erzählen hat. Bis dahin, ciao.